Hallo Leute, zu meinem zweiten Video auf meinem Kanal. Heute habe ich 5 Gruselgeschichten für euch ausgesucht, die ich euch jetzt vortragen werde. Let's go! Die erste heißt Der Hund. Nachdem eine Frau früh ihren Mann verloren hat, wohnt sie alleine in ihrem riesigen Haus. Da ihre Tochter nicht mehr ansehen kann, wie sie sehr alleine ist und einsam ist, schenkt sie ihr einen Hund. Sie liebt den Hund über alles und lässt ihn sogar neben ihrem Bett schlafen. Immer wenn sie schlecht schläft oder irgendwelche Geräusche hört, streckt sie ihre Hand unter das Bett, wo der Hund liegt, und sobald dieser ihre Hand leckt, ist sie beruhigt und kann weiterschlafen. Eines Nachts jedoch hört sie wieder Geräusche. Da sie den Hund aber nicht bellen hört, denkt sie, dass alles in Ordnung ist. Zur Sicherheit legt sie ihre Hand unter das Bett, wo diese wieder geleckt wird. Als sie in der Früh aufwacht und neben ihr Bett guckt, war ihr Hund nicht da. Verängstigt ging die arme Frau die Küchentreppe hinunter, bis sie in der Küche ankam. An der offenen Hintertür sah sie dann etwas. Ihr Hund, mit der Kehle aufgeschlitzt, hang an der Haustür. Darunter ein Zettel. Auch Einbrecher können lecken. Die zweite heißt Der Babysitter. Ein Ehepaar wird kurzfristig auf eine Party eingeladen und muss sich dadurch, da sie ein Kind haben, einen Babysitter zulegen. Da die übliche Babysitterin nicht kann und die ihre Freundin weiterempfiehlt, rufen sie bei ihrer Freundin. Sie sagt auch sofort zu und alle sind glücklich. Als die Mutter schon längere Zeit auf der Party war, macht sie sich etwas Sorgen um ihr Kind. Immerhin kam ihr die neue Babysitterin etwas merkwürdig vor. Zur Sicherheit ruft sie daheim an, wo die Babysitterin sofort hingeht. Sie fragt, ob alles okay ist. Die Babysitterin antwortet, ja natürlich, der Truthahn ist bereits im Ofen, lassen Sie sich Zeit. Die Mutter legt verwundert auf, sie hatten doch gar keinen Truthahn zu Hause. Aber sie machte sich vorher erst keinen Kopf und feierte weiter auf der Party. Als es später wurde, wurde ihr immer wieder mulmig, ob das auch wirklich die richtige Entscheidung war mit der neuen Babysitterin. Also ging sie mit ihrem Mann zurück nach Hause. Dort angekommen, fanden sie die Babysitterin hi und ziemlich verwirrt am Küchentisch sitzen. Panisch rennt die Mutter ins Kinderzimmer, doch das Kinderbett ist leer. Als sie dann recht darüber nachdenkt, was die Babysitterin am Telefon gesagt hatte, das mit den Truthahn, rennt sie panisch in die Küche. Zu spät. Die nächste heißt Der Tankwart. Eine junge Studentin fährt zum ersten Mal in die Semesterferien. Sie fährt eine Abkürzung, die über viele einsame Landstraßen führt. Es ist schon ziemlich spät und es wird schon fast dunkel. Da fällt ihr ein, dass sie noch nicht getankt hat. So hält sie an einer Tankstelle, um ihr Auto vollzutanken. An der Tankstelle wird sie von einem mehr als merkwürdig aussehenden Mann angehalten, der ihr anbietet, ihr Auto vollzutanken, während sie sich im Shop einen Kaffee holt. Drinnen wartet sie auf ihn, bezahlt dann und will gerade zum Auto, als er sie auffällt und meint, mit ihrer Bezahlung würde etwas nicht stimmen. Die Frau wurde panisch. Der Tankwart stürmt heraus und versucht sie festzuhalten. Sie beschleunigt ihren Schritt und läuft immer schneller zu ihrem Auto. Als sie in ihr Auto steigt und gerade wegfahren will, versucht der Tankwart die Tür zu öffnen. Sie drückt aufs Gas und fährt davon. Der Tankwart ruft ihr hinterher. Moment, Sie müssen warten. Da versteckt sich jemand auf ihrem Rücksitz. Die nächste heißt Die Nachricht. Ein Mädchen ist im ersten Semester und da sie sich noch keine Wohnung leisten kann, wohnt sie auf dem Campus. Ihre Mitbewohnerin ist sexuell mehr als aktiv und bringt deshalb jede Menge Freaks mit. Deshalb hat sich das Mädchen Ohrstöpsel besorgt. Als sie abends spät von einer Vorlesung kommt und schon das übliche Gestöhne hört, manövriert sie im Dunkeln, da sie das Licht nicht anmachen wollte, ins Badezimmer, um sich schnell bettfertig zu machen. Danach tastet sie sich langsam an ihr Bett heran, wo sie sich hinlegt, die Ohrstöpsel reinigt und schläft. Als sie in der Früh aufwacht, tropft etwas auf ihr Gesicht. Oben steht in roter Schrift geschrieben, na, bist du froh, dass du das Licht nicht angemacht hast? Angstvoll dreht sich das Mädchen zu dem Bett ihrer Mitbewohnerin, die tot in ihrem eigenen Blut liegt. Die nächste heißt Der Biss. Während eines Urlaubs in den Tropen wird ein Mann von einer lokalen Spinnenart gebissen. Da der Biss zuerst aber nicht wehtut und auch nicht anschwillt, vermeidet er es zum Arzt zu gehen, da er den Quacksalbern sowieso nicht traut. Als er doch von seinem Urlaub zurückkommt, merkt er, dass der Biss einfach nicht abheilt. Vielmehr schwillt er an und fängt an zu jucken. Als er dann eines Morgens an der Stelle kratzt, passiert das Unglaubliche.
Die Haut bricht auf und zahllose Spinnen krabbeln aus der offenen Wunde hervor. Die Spinne, die ihn im Urlaub gebissen hat, hat ihn nicht nur gebissen, sondern auch Eier unter seine Haut gelegt. So, das war's mit den 5 Gruselgeschichten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.